Hey meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Heute gibt es einen sehr kurzen und knackigen DM-Haul. Ich habe nur 4 Sachen gekauft, dachte mir aber, die will ich euch nicht vorenthalten und deswegen zeige ich es euch. Vielleicht erstmal, wenn ihr euch fragt, warum meine Frisur so ein bisschen ungewohnt ist. Ich habe einfach mal meine Haare hier so ein bisschen auf die Seite gemacht, denn jetzt habe ich ein Haar im Mund. So, denn ja, ich bin gerade ziemlich in den Regen gekommen und habe dabei auch noch einen Knirps-Schirm da geschrottet und ja, war eine ganz lustige Geschichte, mehr oder weniger. Auf jeden Fall sehen meine Haare jetzt gerade ziemlich scheiße aus und sehr wellig und ich dachte mir, es sieht jetzt irgendwie am besten aus, wenn ich es einfach hier so auf die Seite lege, weil die Seite hier drüben ist nicht besonders toll und egal. Bevor ich wieder so viel um den heißen Brei rumlabere, ich wollte es nur kurz erklären, nicht, dass ihr denkt, ich hätte mir ein Sidecut oder was machen lassen, ich habe einfach nur die Haare hier drüben. Okay, ja, mit was fange ich mal an? Ich fange mit dem CD-Deo an, Glücksgefühl. Und ja, das habe ich jetzt neu entdeckt und das fand ich irgendwie sehr ansprechend, jetzt eigentlich für den Sommer. Ich sag eigentlich, denn es schüttet bei uns die ganze Zeit wie aus Eimern, schon seit 2 Tagen immer mal wieder Sonne, aber hauptsächlich Regen und das kotzt mich einfach an. Sorry für diese Ausdrucksweise, aber es ist so. Wenn es euch genauso geht, dann sagt mir das auch mal, ob ihr in welchen Gebieten ihr von Deutschland wohnt und ob das bei euch genauso krass gerade ist. Also in Baden-Württemberg ist es auf jeden Fall so, zumindest in dem Teil, in dem ich lebe und ja, ist nicht besonders schön. Aber zurück zu dem Deo. Ja, Glücksgefühle, das soll einen einfach so ein bisschen, ja, Glücksgefühle machen. Und hier oben steht sogar, macht nachweislich gute Laune. Also das will ich mal probieren, wenn es mir schlecht geht, ob ich durch das Deo gute Laune bekomme. Genau, hier oben steht auch ganz groß ohne Aluminiumsalze, was ich natürlich sehr gut finde und worauf ich jetzt auch mehr achte. Ja, genau, Orangenblüte nennt es sich einfach nur. Das hat, glaube ich, um die 2 Euro gekostet. Und es riecht einfach super angenehm, es riecht echt toll und ob jetzt die Deo-Wirkung so stark ist, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, glaube ich aber auch nicht unbedingt. Aber wie ihr schon wisst, bin ich niemand, der besonders stark schwitzt. Von daher brauche ich jetzt kein Deo, was richtig krass so ist, sondern für mich reicht einfach eins, das ganz gut riecht und das so ein bisschen einfach das so zurückhält und ein bisschen schützt, so, aber nicht so arg. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und ja, Preis habe ich schon gesagt, ich denke mal so 2,45, glaube ich. Dann mache ich mal weiter mit einem Balea Gesichtswasser. Das war das günstigste, was sie da hatten. Ich glaube 75 Cent oder so oder 65 Cent. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich hatte früher immer eins passend zu meinem Garnier Hautklar Anti-Pickel-Waschgel. Allerdings ist das echt ein bisschen zu viel und deshalb dachte ich mir, ich probiere jetzt einfach mal das hier aus, weil das jetzt ein bisschen milder ist und das von Garnier schon lange leer. Habt ihr, glaube ich, im letzten Aufgebraucht-Video gesehen und ist auch ein bisschen zu aggressiv für meine Haut. Und das hier ist halt ein mildes auch Gesichtswasser mit Lotusblütenextrakt für normale und Mischhaut. Und ich denke, das passt ganz gut. Es riecht sehr angenehm, eigentlich nach nichts Besonderem. Und ja, werdet ihr dann hoffentlich bald ein bisschen mehr darüber erfahren in irgendeinem Top- oder Flop-Video, je nachdem, wie ich das Produkt natürlich finde. So, dann habe ich was ziemlich Cooles entdeckt, was ich vorher wirklich noch nicht bei den Balea-Sachen gesehen habe. Und zwar eine richtige Haarkur. Und zwar so richtig als Maske in so einem Pot. Und das finde ich echt cool. Also ich habe geguckt, ob es davon noch andere gibt, aber bisher leider nur diese eine. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Und zwar ist es einfach Seidenglanz, Haarmaske, Feige und Perle für stumpfes und glanzloses Haar. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, wie das ist. Ich glaube, ich hatte mal Shampoo oder irgendwas oder die Spülung von diesem Seidenglanz-Ding. Fand ich zwar jetzt nicht so herausragend, aber ich fand einfach diese Idee jetzt echt mal cool, dass die das jetzt in so einem schönen großen Pot hier haben von 200 Millilitern und hat, glaube ich, 2,45 gekostet, auch sowas in dem Dreh, oder 1,95, glaube ich. Ich bin mir da jetzt nicht so genau sicher, aber ihr kennt ja selbst Balea, das ist nie besonders teuer und ja, dazu werdet ihr auch bald in einem weiteren Video von mir was erfahren und falls ihr damit schon Erfahrung habt, würde ich mich da auch sehr drüber freuen, was ihr so davon haltet, ob ihr generell diese Seidenglanzzeug ganz gut findet oder nicht. Also ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr daran erinnern, wie ich das damals fand, weil es bestimmt schon ein Jahr her ist. Aber ja, schaden kann es nicht. Und wie gesagt, ich finde es endlich mal gut, dass man jetzt so einen großen Pot hat und nicht immer nur diese einzelnen Dragees, weil die benutzt man ein- oder zweimal und dann sind sie weg. Und so als richtige Haarkur finde ich das dann doch besser und ja. Genau. So, dann komme ich jetzt noch zu meinem allerletzten Produkt und zwar ist es nur ein unspektakulärer P2 Mega Shine Top Coat. Ja, aber ich fand einfach diese Optik mega geil. Also seht ihr, das spiegelt sich hier alles drin, meine Kamera und so. Und ich finde, das sieht einfach total cool aus und ich habe einfach einen Überlack gebraucht und der hat 1,75 gekostet. Und ja, ich finde den, wie gesagt, sehr, sehr schön und ja, genau, das war es eigentlich auch schon. Ja, dann würde ich sagen, schließe ich das Video jetzt einfach hier ab. Ich freue mich natürlich wie immer auf eure Kommentare. Ich weiß, es war jetzt nicht so ein Mega-Haul und nichts
krasses, umwerfend, besonderes, aber ja, ich dachte mir, ich zeige es euch einfach und ja, dann hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Tschüss!